Ciao zusammen, ich bin Giancarlo von bikebox.ch und stelle dir Specialized Roubaix Pro vor. Specialized Roubaix Pro ist ein Velo, das in der Rennvelo-Comfort-Familie angesiedelt ist. Das heisst, das ist ein Komfort-Rennvelo, das einem auf langen Touren sehr gut begleitet. Es hat gewisse Features drin, die einem das Fahren angenehmer machen. Es ist nicht ein Velo, das sehr direkt ist, also nicht ein Velo für die, die sehr schnell fahren wollen, oder ein Velo, das für die absoluten kurzen und schnellen Rennen gemacht ist. Das Roubaix Pro ist vor allem für Leute, die sagen, ja, ich fahre sehr gerne Rennvelo fahren, aber ich fahre gerne auch einmal halt vielleicht auf Strassen, die nicht so viele Autos haben, vielleicht ein bisschen Strassen, die nicht so fein sind. Darum ist das Roubaix perfekt, weil der Rahmen gewisse Sachen drin hat, die den Schlag entgegennimmt. Man hat eine aufrechtere Sitzposition, das macht das Ganze auch ein bisschen komfortabel. Kann man natürlich aber auch ändern, je nachdem, welche Vorbaulänge das man hat oder halt auch die Rahmengröße. Zu den Spezifikationen des Velo. Wir sind hier unterwegs mit der SRAM Force AXS. Das heisst, sie ist elektronisch geschaltet per Funk. Die Schaltung kann man auch individuell einstellen, je nachdem, wie man welchen Schalter ansteuern will. Für die jetzt denken, ja, elektronisch will ich nicht, mal ist der Akku leer. Jeder Wechsler und Umwerfer hat seinen eigenen Akku. Und wenn einmal einer drinnen ist, könnte man die auch tauschen. Bei den Laufrädern haben wir Specialized Eigenlaufräder, Roval Alpinist CL 21. Sie sind nicht allzu hoch und gleich im Wind sind sie sehr stabil. Sie aber wirklich Laufräder eigentlich zum den Berg drauffahren, die Alpinisten, wie man es mit dem Namen schon sagt. Der Lenker ist ganz leicht auch gegen rauf geköpft, dass man so auch wirklich eine kleine höhere Sitzposition so erreichen tut. Der Rahmen, wie gesagt, hat seine Spezifikationen, was es komfortabler macht. Hier oben beim Steuersatz haben wir eine Federung drin, sogenannte Futureshock 2.0. Specialized hat schon seit Jahren angefangen, hier eine Federung reinzubauen. Hier sind wir jetzt mit dem neuen 2.0 unterwegs. Die Besonderheit von dem Futureshock ist, dass man den blockieren kann. Und das heisst, einmal so blockieren, dann tut es nicht federn oder aufdrehen. Dann haben wir bis zu 2 cm Federn weg. Hinten beim Sattel haben wir die Sattelstützenklemme, die ist hier unten angesiedelt. Die ist wirklich hier angemacht, die Sattelstütze. Und so haben wir wirklich auch eine Sattelstütze, die die Schläge entgegennimmt. Weiter zum Roubaix Pro. Das ist wirklich ein Rahmen. Ihr seht es vielleicht ein bisschen, der schimmert wirklich schön rein. Das ist wirklich ein Rahmen, wenn wir in der Sonne sind, haben wir hier wirklich einen coolen Bild, wo das wirklich sehr gut hervorhebt. Und den müsst ihr wirklich auch einmal live sehen, weil es wirklich sehr eine coole Farbe ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch ein Gefällt mir. Wenn du noch weitere Videos von uns sehen willst, dann tun uns doch abonnieren. Hier auf YouTube, damit du kein weiteres Video verpassen tust. Wenn du noch weitere Fragen hast, zu dem Velo oder anderen Velos, oder wenn du einmal eine Probefahrt machen willst, besuch uns doch auf bikebox.ch. Dort findest du alle unsere Filialen oder nutze unsere Chatfunktion im Online-Shop. Merci vielmals und bis bald.